Dann hoffen wir mal, dass hier richtig abgeht. Heute ist relativ viel Wind. Kommen alle wieder zurück, 10, 15 Boote. Die Heimkehrer. Mit einem scheiß Schlauchboot mit 20 Leuten fahren die da mit so zwei Gammellatten rum. In einer Lebensphase großer Entscheidungen denkt man darüber nach, welche Dinge wirklich wichtig sind. Rückblickend waren Momente, in denen wir Außergewöhnliches erlebt haben, die einflussreichsten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, mit einem Segelboot auf die Reise unseres Lebens zu gehen und die Welt zu entdecken. Wir sind vor einer Brücke, vor der wir nicht wissen, ob wir drunter herpassen. Jetzt haben wir die Segel runtergeholt und Jonas klettert oben drauf und peilt an, ob das passen könnte oder nicht. Das müssen wir halt auch probieren, ne? Scheiße! Ja, die Antenne wäre auf jeden Fall ab. Wir sind heute mal nicht auf der Nordsee, sondern auf den Seelandseen, weil es ist viel zu viel Wind, sodass wir nicht aufs Meer konnten und fahren jetzt quasi über die Seen heute bis nach Vlissingen. Hoffentlich kommen wir da an. Wir haben schon hier ein paar Schauer abgekriegt, aber die sind schnell vorbei, also alles halt nicht schlimm. Und wir müssen leider mit Motor fahren, weil der Wind schon wieder genau von vorne kommt. War's das schon? Ja, ich glaube, das war's. Da vorne kommt noch eine Wolke. Boah, guck mal, da regnet's. Und hier regnet's nicht. Guck dir das mal an, genau. Jo. Da schüttet's richtig. Nach dem Regenschauer sind wir am gleichen Tag auf der Osterschelde noch in 30 Knoten Wind und hohe Wellen hineingeraten, haben aber dann noch einen Hafen gefunden und sind am nächsten Tag auf dem Kanal ganz entspannt bis nach Vlissingen durchgefahren und da auch heile angekommen. Wir sind heute in Vlissingen und zwar im Stadthafen hier mitten in der Stadt und die nächsten zwei Tage soll richtig viel Wind sein und da haben wir keinen Bock drauf, beziehungsweise können wir bei dem Wind nicht segeln, deswegen bleiben wir hier und gucken uns die Stadt an und ja, jetzt geht's los. Bist du ready? Yes, let's go! Modell! Für was zu essen. Wir verlassen jetzt den Hafen von Vlissingen und fahren Richtung Blankenberge unter Motor, weil wahrscheinlich nicht genug Wind ist. Sollte ganz easy Fahrt werden. Ab geht's. Eigentlich wollten wir ja nur bis Blankenberge, aber die Fahrt unter Motor bei wenig Wind hat so gut funktioniert, dass wir es direkt bis Newport geschafft haben in Belgien. Wir sind dann auch gar nicht lange in Newport geblieben, nur eine Nacht und am nächsten Tag ging es dann direkt weiter nach Dünkirchen in Frankreich. Also wir sind jetzt gleich in Frankreich, ist ein mega geiles Gefühl, weil wir endlich irgendwo in einem anderen Land sind, was mal halbwegs exotisch sich anhört. In Dünkirchen sind wir auch nur eine Nacht geblieben und wollten dann nach Calais weiter. Es war zwar viel Wind, wir dachten, wir wären vorbereitet, aber dann ging es richtig ab. Ja. Wir sind jetzt in Dunkirk und wollen nach Calais fahren. Heute ist relativ viel Wind.
sogar hier im Hafen schon. Aber wir haben das ganze Deck jetzt aufgeräumt, alles auf den Weg geräumt, was stören könnte, und sind jetzt bereit, uns nur aufs Segeln zu konzentrieren. Von daher kann es abgehen und das wird ein ziemlich krasser Segeltag heute. Wir haben die Sturmfock jetzt drauf. Das ist unser kleinstes Segel für den meisten Wind. Das sind ungefähr 25 Seemeilen. Und wenn wir so 5 Knoten Speed haben, dann sollten wir in 5 Stunden es ungefähr schaffen. Wir haben Strömung mit uns. Wenn wir um 20, 21 Uhr da ankommen, ist gerade Hochwasser. Und ja, das Wetter sollte eigentlich auch konstant bleiben. Vielleicht regnet es ein bisschen, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben volle Montur an. Los geht's! Heute ist eigentlich ein bisschen viel Wind, aber morgen soll noch mehr Wind sein. Und es fahren viele Segelboote raus. Also machen wir uns jetzt auch auf den Weg. Der Wind kommt aus einer guten Richtung. Also, der einzige Vorteil heute. Das ist der Vorteil. Deswegen fahren wir eigentlich los. Ja. Drehen da hinten einmal durch die Welle und fahren wieder zurück. Kommen alle wieder zurück, 10, 15 Boote. Alle, wir denken so, ja, die fahren alle raus. Pass auf den auf, der kommt auch zurück. Kommen alle wieder zurück. Die Heimkehrer. Zu viel Action. Wild, wild hier draußen. Sehr wellig. Aber wir müssen jetzt gleich mal die Segel hochziehen. Wir haben jetzt den Motor noch mit an, haben jetzt die Sturmfock draußen und ein Greft ist groß und das Besan. Und der Wellengang ist sehr hoch. Ganz so geil läuft es irgendwie nicht. Wir fahren zwar jetzt 6 Knoten, aber wir haben halt den Motor noch an, ne? Wir müssten dann so in 3,5 Stunden jetzt da sein. Und wir haben auch schon ein bisschen was geschafft. An der Küste sieht man so Industrieanlagen, wo wir dann aus Affen einfach raus sind. Die liegen jetzt schon ein bisschen zurück. Für den Moment läuft es nicht schlecht, weil vorhin wären wir fast auf den Strand drauf getrieben und hatten einen Knoten ungefähr. Von daher ist das schon besser, als irgendwo drauf zu treiben jetzt. Ne? Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt noch verändern. Der Segeltag war zwar noch anstrengend, aber wir sind heil in Calais angekommen und dann erst auf eine Skateboard-Tour gegangen. Was ist denn der Plan? Wir fahren jetzt los, gehen einkaufen, kaufen die SIM-Karte und machen geile Shots. In Frankreich so einen SIM-Kartenanbieter, da kann man 100 GB für 20 Euro kaufen. Das sind so Automaten in irgendwelchen Kiosken. Da sind wir gerade auf der heißen Spur. Also ist noch so ein bisschen mysteriös. Alle Laden haben offen, außer der. Ist der einzige, der zu ist. Oh. Ah, können wir uns fragen, wann die öffnen. Ja, frag mal. Ja, hier. Mach, füll mal. Sorry, sorry, the wind is open. Oh, 2 Uhr. So, wir sind hier in Calais um 5 Uhr nachts und wir haben strahlenden Vollmond. Wir fahren hier das erste Mal, oder nee, das zweite Mal bei Nacht raus und wir haben null Wind, spiegelglatte See. Das hat man noch und wir nie, cruisen, ne? Hier einfach so ganz entspannt aufs Meer raus und es ist richtig verrückt, dass wir mal einfach keinen Wind haben. Das ist das allererste Mal ohne Welle hier. Verrückt.
mit einem Schlauchboot mit 20 Leuten. Ey, das können die doch nicht machen. Wenn man da vorbeifährt und einfach sieht, dass die im Existenzminimum sind und man so da vorbeischippert und nicht weiß, was richtig und falsch ist. Man fragt sich halt einfach, was da eine Lösung hätte sein können. Im Endeffekt können wir nichts machen. Man kann die nicht rüberschleppen. Man kann da auch nicht irgendwie hin und die aufnehmen, weil es sind ja 20 Leute. Und so der Polizei melden auch schwierig, weil dann ist ja deren Traum. Die machen das ja aus irgendeiner Motivation. Was aber auch dann schwer zu begreifen ist, dass einfach so weit gekommen ist, unabhängig von der Situation jetzt. Also diese 20 Leute sind da ohne Rettungsweste. Und wir sehen ja selber, wie wichtig das irgendwie allen Leuten ist. Bei uns wird immer gesagt, ja, Rettungsweste müsst ihr anhaben, ohne geht nicht. Und das wird dann immer scharf kritisiert schnell. Und bei denen ist es irgendwie egal und es interessiert keinen. Von daher ist es irgendwie so ein Fehler im System, dass es dann an der Stelle doch nicht so wichtig ist. Das Ding ist halt, dass solche Situationen irgendwie alle Probleme, die man hat, schlagartig relativieren. Also unter unseren Videos wird oft diskutiert, haben die drei einen Funkschein, haben die drei einen Segelschein, gibt es irgendein Problem, was machen die alles falsch, was machen die alles richtig. Für uns sogar schon ein Problem, wenn wir morgens losfahren und der Wind kommt von vorne oder irgendwas ist wieder am Boot kaputt gegangen. Und ja, man kommt sich irgendwie blöd vor, wenn man dann sowas so hautnah mitbekommt und überhaupt vorher eines dieser Dinge als wirkliches Problem angesehen hat, während so nah neben einem Menschen total in Not sind. Gerade so ein Küstenwachenboot lang gefahren. Ich tippe mal, dass die jetzt da zu diesem Ding hier hinfahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht entdeckt werden, ist ja so gering. Auf der Karte haben wir gerade ein Minenfeld gesehen. Und so eingezeichnet rote Felder und krass ist einfach, dass man eine Menschheit gab vor 50 Jahren, die da Minen hat. Wir jetzt hier ganz entspannt langfahren wollen, kein was Böses, dann müssen wir um sowas rumfahren. Wir hatten da Bomben einfach verlegt. Ne? Hoffentlich gibt es nicht mehr allzu viele Minenfelder hier jetzt. Wir sind jetzt immer noch neben dem Minenfeld, aber ungefähr noch so 10 Seemeilen, bis wir in Dieppe ankommen. Also ungefähr noch so 2 Stunden. Dann sind wir da. So, wir sind jetzt in Dieppe angekommen, ungefähr 100 Seemeilen heute gemacht. Da vorne ist die Hafeneinfahrt. Hier gibt es immer so Klippen und Küsten, sieht richtig nice aus. Ein paar Häuser, die da so dran sind. Das ist jetzt hier der erste krasse Tidenhafen. Hier ist 8,60 Meter Tide. Sieht man ja auch oben an der Wand. Normalerweise ist das Wasser einfach viel höher. Haben wir Glück, dass der hier jetzt nicht trocken fällt, aber alle anderen Häfen hier an der Küste, da ist gar kein Wasser mehr im Hafenbecken. Da würden wir da liegen wie so ein Fisch, der auf Land gefallen ist. Von daher wieder Glück gehabt, bis heute Abend hier. Okay, was ist der Plan hier? Wir fahren jetzt in Ponton, 8, 9 oder 10 und dann hinter dem Motorsäger zwischen dem weißen Parken in die Box. Nice! Nehme ich mir mal hier so ein Towline. Jonas nimmt Siontau und dann fahren wir rein. Und jetzt ist Schluss, weil jetzt kann ich nicht mehr halten. Hat alles gut geklappt. Jetzt gucken wir uns mal die Klippen an und düsen noch ein bisschen mit der Drohne oder so rum. Thank you.
Hast du noch eine SD-Karte? Na, vielleicht. Ist die voll? Also, die waren nach zwei Kisten voll, als ich da hinten war. So, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Von Dieppe geht's hier weiter nach Le Havre, weiter die französische Küste entlang. Unser Ziel ist ja Brest und dann die Biskaya. Auf jeden Fall verrückt, was bis jetzt hier schon alles abging. Viel Input, viele Herausforderungen, viele Informationen, viel Skill. Und man lernt immer mehr da weiter. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Kommt ein richtig geiler Blog von Leonie. Wir hatten heute eine Erfahrung, die hat uns alle ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ja. Und das wird in dem Blog beschrieben. Ist ein richtig guter Artikel. Ist auf unserer Internetseite. Können wir unter dem Video auch verlinken. Und dann Blog. Also mal checkt den auf jeden Fall aus. Und bringt einem auf jeden Fall nochmal zum Nachdenken. Genau, wäre cool, wenn ihr da vorbeikommt. Und sonst, danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Dann, ciao. Ciao.